Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Stabilbox von Tuni. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Es ist endlich soweit. Der stabilste Cynic unter der Sonne hat endlich eine Box rausgebracht. Stabil nennt sich das Ganze Erziehungsschellen Edition. So sieht der Karton aus. Also eine schlichte Kartonbox mit einem Aufkleber darauf. Tuni Stabil Erziehungsschellen Edition lesen wir hier. Inklusive T-Shirt, Größe L, Poster, Zertifikat plus 4 Bonustracks. Dann haben wir hier unten noch die Credits und einen Barcode. Und hier sehen wir das Cover. Tuni, der hier jemandem eine Schelle gibt. Der Erziehungsschellen gibt Tuni Stabil. Und hier fliegen noch scheinbar SpongeBoss und Patrick Bang. Okay. Ja, ansonsten der Karton schlicht braun. Dann schauen wir mal hinein. So, das dürfte die CD mit dem Bonustrack sein. Das dürfte das Album sein. Das T-Shirt. Das Zertifikat. Und das Poster. Einer der meist kontrovers diskutiertesten, wenn nicht einer der, einer der kontroversesten Rapper in diesem Geschäft. Tuni, also ich glaube, es gibt keinen Rapper, der mehr gehatet wird und auch wurde als dieser Mann. Meiner Meinung nach hat er sich das auch redlich verdient, also Großteil des Hates ist meiner Meinung nach auch verdient gewesen. Hier sehen wir den stabilen Pollack beim Verteilen einer Erziehungsschelle. Und was ich besonders spannend finde, ist diese beiden hier. Denn, ich glaube auf dem Rückcover, also auf der Rückseite sehen wir diese Krone. Und diese Krone, meiner Meinung nach, soll einen Hinweis auf Julians Blog geben. Weil Julians Blog ja am Anfang, wenn ich sage jetzt noch immer, auf seinem normalen Channel, also Julians Blog, hatte er immer diese Hofnarr oder diese spezielle Krone hier, diese Kopfbedeckung, als Kanallogo. Also dieses JB, diese zwei Buchstaben für Julians Blog und diese Krone. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hier eine Anspielung sein soll und hier Julians Blog dargestellt werden soll. Und hier eben auch die zwei Typen, die quasi er bekannt gemacht hat durch sein Julians Blog Battle. Hier wurde ihm die Krone vom Kopf gestellt, vom stabilsten aller Cynics. Dann haben wir hier auf der Rückseite 16 Tracks aufgelistet. Ich bin jetzt nur etwas irritiert, denn es gibt auf dem Album jede Menge Features, die allerdings hier jetzt nicht angeführt sind. Also, es gibt unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt Features von Attila, von Automatik, Massiv, Sinanji, Jonesman, Summer Jam, Cashmo, Asyl, Blut und Kasse und Twin und noch ein paar andere. Also wirklich jede Menge Features. Frage mich echt, warum die hier nicht aufgelistet wurden. Ja, wird seine Gründe haben, keine Ahnung. Hier unten haben wir die Credits und auch wieder einen Barcode. Von diesen 16 Tracks, also ich habe mir das Album wirklich ein, zwei Mal angehört. Und auch wenn ich Tuni als Person echt nicht feiere und ihn teilweise auch sehr hart kritisiere für seine Sachen, die er getan hat, muss ich sagen, Track 1 Intro bzw. Letzter Kampf, auch wenn ich den jetzt gerade nicht sehe, Letzter Kampf doch, Track 12 und Auf und Ab, mehr oder weniger das Outro, die haben mir doch etwas gefallen. Also egal wie sehr ich eine Person hate oder wie wenig ich mich mit deren Rap identifizieren kann, ich finde meist immer zumindest ein, zwei Tracks, die ich feiern kann, sei es jetzt auch nur wegen eines Features oder wegen des Beats, wegen des Textes. Also es gibt eigentlich, vielleicht wegen der Atmosphäre, es gibt immer irgendwas, was man dem Track dann positiv in Erinnerung bleibt. So, wir kommen zum Booklet. Hier sehen wir den stabilen Pollack, wie er natürlich wie immer seinen eigenen Merch trägt.
Polska Kappe, Polska Shirt. Hier sind die Tracks aufgelistet. Und hier sehen wir zum Beispiel S. Chetinkaya. Und das ist ja meines Wissens der bürgerliche Name von Summer Jam. Das heißt, hier wird es angegeben. Nein, Chetinkaya ist doch Shahin, oder? Aber W.T.H., das ist Wasim Taha, das ist massiv. Und das hier, Götz, ist Attila von Automatik. Da verstehe ich echt nicht, warum er hier in die Auflistung dann die Features reingemacht hat. Also klar muss man die hier erwähnen, aber warum die dann auf dem Backcover, also auf der Tracklist hier fehlen, ist mir unbegreiflich. Aber ja, egal. Hier haben wir die weiteren Tracks aufgelistet. Hier wird uns erklärt, wie wir eine Erziehungsschelle verteilen. Holen Sie mit der flachen Hand weit aus. Nun nehmen Sie Schwung und schlagen stabil zu. Genau so. Alles klar, also. Ganz wichtig. Was haben wir hier? Oi. Ein Best-of von Rap-Kommentaren. Rap-Update-Kommentaren. Könnt ihr euch natürlich kurz das Video anhalten und durchlesen. Okay. Allerdings, ja, ist das natürlich etwas verzerrte Realität. Denn diese 4, 8 Kommentare, die hier gezeigt werden, sind allesamt sehr Tuni-freundlich. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr bei Rap Update involviert seid oder war zu der damaligen Zeit, aber Tuni war auf Rap Update, glaube ich, der Künstler, der am meisten gefrontet und gehatet wurde. Also ich sage nur diese Kampagne damals mit Tuni ist ein Hurensohn etc., also T-I-E-H, sollte den meisten ein Begriff sein, wurde da ziemlich heftig auseinandergenommen, immer auf Rap Update. 4 weitere Tracks. Die Credits. Natürlich hier der bekannte Polska Shop. Und was haben wir hier? Eine Danksagung. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, werde ich jetzt nicht vorlesen. Aber was haben wir hier? PS. Ach ja, ich danke noch Rap Update und TV Straßensound, die mich krass promotet haben letztes Jahr. Aus eigenem Willen und weil sie einen stabilen Künstler unterstützen. Jeder, der gegen mich ist, soll zum Teufel fahren. Gruß. Okay, ja. Das ist ein klassisches Tuni-Statement, auch wenn ich es sehr ironisch finde, dass er hier Rap-Update erwähnt. Aber ja, Promo ist nun mal Promo. Tuni stabil. Was lesen wir hier? Dreh die Mucke auf Kurva. Alles klar. Dann haben wir hier die Bonus-Tracks. Selbes Cover, nur dass es hier etwas pink ist und nicht so rot wie das normale. Hier haben wir 4 weitere Tracks, inklusive Features. So sieht die CD aus. In einer Papphülle. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Spannenderweise hier die Sprechblasen jeweils leer, also hier ist natürlich eure Kreativität gefragt. Könnt ihr gerne eure geistigen Ergüsse hier festhalten und eine lustige Situation schaffen mit diesen beiden Sprechblasen. Dann haben wir hier das Stabilitätszertifikat. Was steht hier? Durch den Erhalt dieses Zertifikates wurde deine Stabilität bestätigt und dir die Befugnis verliehen, dich offiziell als stabil zu betiteln. Du hast nun die nötige Stabilität, um die sogenannte Erziehungsschelle in bestimmten Situationen einzusetzen. 100% geprüfte Stabilität, dein Name, Erziehungsschellenberechtigter Tuni. Alles klar. Also werde ich auf jeden Fall natürlich noch mit meinem Namen befüllen, in einem goldenen Bilderrahmen über meinem zukünftigen oder über meinem jetzigen Schreibtisch aufhängen. Am besten in Zukunft, wenn ich dann irgendwann meine eigene Firma habe, damit auch wirklich jeder weiß, der mit mir zu tun hat, dass ich dazu in der Lage bin. Macht sicher Eindruck. Und ist wahrscheinlich auch ganz nützlich so im Alltag. Also wenn ich mal auf der Straße in eine Schlägerei geraten sollte oder sonst wie, dann ist das sicher eine ausreichende Berechtigung oder Rechtsgrundlage, um die Polizei von meiner Stabilität zu überzeugen, dass ich auch wirklich Erziehungsschellen berechtigt bin. Das wird das Gericht sicher freuen.
Okay, dann haben wir zum Abschluss noch ein T-Shirt in der Größe L, nehme ich mal an. Es ist glatt in weiß gehalten und hier auf der Brust haben wir einen riesen Aufdruck, wo wir nochmal das Cover vorfinden. Wir haben es zu tun mit einem, was haben wir hier, Statement Classic Tee Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Okay, und hier noch die Pflegehinweise oder die Waschhinweise. Ich muss echt sagen, der Aufdruck fühlt sich echt komisch an, aber wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus. Also wir haben hier diesen riesen Aufdruck, Erziehungsschelle, diese Grafik. Und ansonsten das T-Shirt glatt in weiß. Um nochmal ganz kurz auf den Druck zurückzukommen, was ich gerade eben angesprochen hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das hören könnt, aber es ist eben vom Druck her, ich habe sowas noch nie erlebt, sehr, sehr, sehr steif. Also das T-Shirt, wenn man es trägt, man spürt den Druck auf jeden Fall sehr stark und es versteift das T-Shirt hier in diesem Bereich. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht ganz so mein Fall. Abgesehen davon, dass das Motiv auch nicht so wirklich meinem Geschmack entspricht. Aber wenn ihr stabiles Cynic sein wollt und den Polska Lifestyle repräsentieren wollt, dann könnt ihr dieses T-Shirt natürlich gerne tragen. So, und falls ihr Tuni noch nicht kennen solltet, dann kann ich euch echt nur empfehlen, zieht euch mal Sachen von ihm rein. Ich meine jetzt gar nicht so sehr die Musik, ich meine, ja, könnt euch natürlich auch ein paar Videos von ihm reinziehen, gibt es auch genug im Internet, aber speziell seine Interviews, zum Beispiel bei TV Straßensand eben. Und wenn ihr euch wirklich so ein Video davon mal gegeben habt, müsst ihr es ja nicht ganz durchschauen, dann auf jeden Fall auch die Video-Interviews von Stupido. Also wer Stupido noch nicht kennt, ja, in meinen Augen sollte der nominiert werden als UNESCO-Weltkulturerbe. Speziell die Interviews mit Tuni und generell diese Zusammenschnitte, die er von Tuni gemacht hat, sind absolut Weltklasse in meinen Augen. Und kann ich echt nur jedem ans Herz legen, checkt diesen Kanal aus. Nicht nur wegen Tuni, wegen vielen anderen Sachen. Also der Mann hat auf jeden Fall mehr Reichweite, mehr Support verdient in meinen Augen. Stupido, so wie Stupid auf Englisch, Stupido. Gut, zum Abschluss fasse noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, Erziehungsschelle. Dann das Album, also das Album inklusive der Bonustracks. Einmal die Bonustracks, einmal das Album. Das Stabilitätszertifikat und das einseitige Poster im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box. Stabil Erziehungsschellen Edition von Tuni. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr den stabilsten aller Cynics, Tuni, unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.